Ich kann nicht auf. Dämmerung des ersten Tages. Es verbleiben 27 Stunden. Südhochstadt. Ich würde sagen 72, aber du kannst auch 72. Du kannst auch 27 sagen. 27 ist natürlich ein bisschen doch ein bisschen zu wenig. Das ist stark wenig, ja, das stimmt. Der Kerl macht mir Angst, diese Maskenhändler war. Oh, Verzeihung, hab nur laut gedacht. Aber nur 3 Tage, selbst wenn wir keine Sekunde schlafen, bleiben uns nur 27 Stunden. Also setz dich in Bewegung. Ja, wir haben nur 27 Stunden. Wir müssen zur großen Fee. Du möchtest doch das Sauerkind finden, oder? Die große Fee weiß sicher, was es als nächstes vorhat. Sie sieht alles. Und unter uns gesagt, das Horrorkind hat keine Chance gegen die große Fee. Geh zum Schrein nahe des Nordosttors. Dort findest du die große Fee. Wollen wir mal? Wollen wir mal, ja. Ui. So, ich muss gucken. Aha, so ist das. Und auch durch die neuen Texturen und die geile Auflösung leckt's kein Meter. Ja, das ist krass. Ja, das haben sie echt gut gemacht, trotz einem normalen Emulator. Ja. Es ist nichts verändert daran, nur die Texturen anders gemacht. Und läuft trotzdem sauflüssig. Das freut mich irgendwie. So. Der Ballon sieht egal, wenn sie da so ein Trollface drauf gemacht hätten oder genau. So. Nordunruhstadt sind wir jetzt. Ja. Ja. Und da ist Tingel. Hallo Tingel. Nanu, grüne Kleidung, weiße Fee. Mein Herr, seid ihr vielleicht eine Waldfee? Du liebe Güte. Ich heiße Tingel, mein Herr. Ich denke, ich bin genau wie Sie eine Waldfee. Obwohl ich bereits die 35 erreicht habe, ist es mir unglücklicherweise noch keine Fee erschienen. Vater sagt, ich solle mich mein Alter entsprechend verhalten, aber weshalb? Ich sage es Ihnen, Tingel selbst ist eine wiedergeborene Fee. Solange ich hier stehe und auf meine eigene Fee warte, helfe ich meinem Vater, indem ich Karten verkaufe. Glückspilz, Glückspilz. Sie müssten überglücklich sein, eine Fee zu haben. Genau, genau. Wir sollten Freunde werden. Ja, ja. Als Zeichen meiner Freundschaft gewähre ich Ihnen einen Sonderpreis auf meine Karten. Wollen Sie eine von Tingels Karten kaufen? Brauchen wir eine Karte? Mama Unruhestadt, wir decken ja auch die Karte auf. Können wir ja gleich nutzen. Ne? Ja. Du hältst die Karte von Blablabla Unruhestadt und go. Blablabla. Tingel, Tingel, Blablabla. Diese magischen Worte hat Tingel für dich ersonnen. Stehlen Sie sie nicht. Okay, wir haben mit Tingel geredet. Müssen wir erst zur großen Fee? Nein, wir müssen, also da, man darf ja ein bisschen, wir müssen miteinander kommunizieren. Ja, ja, nicht wir da rein. Die kleinen Feen. Genau, und die, weißt du wo noch, wo die waren? War hier nicht sogar eine? Zwei Stück, nee. Zwei Stück gibt's in der Stadt. Wo die eine ist, weiß ich noch. Okay, dann hol die eine. Okay. Ist die aber auch tagsüber da? Ja, die ist tagsüber da. Okay. Wir müssen die kleinen Racker da finden, gell? Mhm. Wie heißen die nochmal? Bomber Kids oder so? Ja, ja, genau. Ich find's voll schön, wie die immer erst den Platz zeigen. Genau, wenn man ihn noch nicht betreten hat. Ja. Das sind so kleine. Die Musik in dem Rathaus feiere ich extrem. Da muss ich dann mal kurz rein. Kennst du das noch? Ah, die hatten noch nicht offen, das ist ein 9. Kennst du die Musik noch? Ich glaube schon. Na, da brauchst du noch nicht hin. Der Labor. Ah, ja, der genau, will den Code und den brauchen wir. Genau. Blablabla, bla, bla, Jimmy, blablabla. Bla, bla. Wir werden jetzt nicht alles vorlesen. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. Genau, richtig. Sowas in der Art kann man ja lassen. Ja. Also es ist nichts Story-lastiges hier. Deswegen können wir da ein bisschen bei quatschen. Bei so Story, so wichtigen Story-Sachen werden wir schon, denke ich, schon ein bisschen ja, vorlesen. Ja, natürlich, so. Klar. Logisch. Wir lassen uns ja auch ein bisschen Zeit bei dem Spiel. Wir werden das jetzt kein Speedrun machen. Und genau. Normalerweise hier rein und dann, ne? Oder? In der Nacht, ja. Aber wo tagsüber? Meinst du die nicht mehr? Hier war doch... Ah, in der Kiste oder so? Nein. Dann soll ich dir sagen? Auf? Also, lauf mal da rechts. Rechts hier? Mhm, da runter. Ui, kann mich drehen! Ja. Und schaut mal hier. Das gibt's in der Originalversion vom Spiel nicht. Genau, richtig. Das ist zum Beispiel schon mal eins. Rekruten gesucht. Beschützt uns den... Was? Beschützt mit uns den Frieden und sorgt für Gerechtigkeit. Rekrutenausbilder Wiskent oder so in der Art. Wiskent. Ja. Genau, jetzt musst du drehen. Genau. Da die Treppen hoch. Wo ist da eine Fee? Im Wasser. Also nicht im Wasser, sondern über Wasser schwebt die so. Ganz knapp stimmt. Im Wasser. Ja, jetzt erinnere ich mich. Genau.
Bei mir war es noch ein bisschen, es ist noch ein bisschen länger her, als ich das gespielt habe. Sascha kennt, glaube ich, noch ein bisschen mehr als ich. Aber wir kennen auch nicht alles 100%. Also beide. Richtig. Nicht. Also wir werden dann ein bisschen rumrätseln müssen. Bitte höre mein Flehen, das Hörerkit hat meinen Körper zerschmettert und in Einzelteile zerstreut. Und wir müssen das finden. Ja, hat nicht die Fee vorhin gesagt, das Hörerkit hätte keine Chance gegen große Fee? Ja, ja. Ja, anscheinend. Sieht schlecht aus für die Fee. Ja. Ne? Ah, die Frösche, an die erinnere ich mich auch noch. So, was ist die zweite? Wir brauchen nur eine. Wir brauchen nur eine? Ja, ja, wir brauchen nur eine. Jetzt kannst du große Fee. Fee. Genau. Okay. Ah. Und wenn du die tagsüber nicht findest, dann findest du die nachts in dem größeren Gebiet, weißt du? Nachts? Nachts wäre sie jetzt da, wo du vorhin geguckt hast, deswegen. Hier? Genau. Ja, da wollen wir rein, hä? Also jetzt musst du da nochmal die Treppen hoch und dann links, aber... Ah. Oh, das Schild sieht auch schön aus. Mhm. Das haben sie auch verändert. Zum Eintopf. Dieses Restaurant oder diese Gaststätte, ja, die habe ich auch so gefeiert damals. Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Mega krass, ja. Und die Milchbar später. Die Milchbar. Ich habe mich einfach mal eine Stunde in die Milchbar gesetzt. Und einfach nur, um da drin zu sitzen, ey. Auch wenn es keinen Sinn hatte. So. Ah, nee, mit dir wollte ich nicht reden. Nee. Bringt das, wenn ich den... Ach, das machen wir danach, oder? Mit dem Ballon. Das kannst du ja jetzt noch nicht machen. Ah, ich habe die Fähigkeit noch nicht. Stimmt, jetzt ergibt alles ein Bild. Richtig. Ich bin mal gleich gespannt, wie die große Fee aussieht. Oh. Dieses Geschrei. Aber schönes Gesicht. Das Gesicht machen haben die drauf, eh. Taya, und du, junger Freund im fremden Körper. Hab Dank für eure wertvolle Hilfe. Ich bin die große Fee der Magie. Ich ließ mich von diesem Kind täuschen, weil ich dachte, es würde mir helfen. Alles, was ich momentan für dich tun kann, ist dies. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gewähre ich dir die Gabe der Magie. Bitte nimm dies als bescheidenes Geschenk an. Schreit die gleich wieder so rum, oder? Wenn sie geht, ja. Wenn sie geht, ah. Genau, wenn sie abhaut. Jetzt wird er erstmal betrunken gemacht. Ein bisschen dizzy. Ein bisschen dizzy im Kopf. Jetzt fliegt er, glaub. Wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Hier wurde die Gabe der Magie verliehen. Juhu. Und wir können jetzt Blasen pusten, ja. Haben jetzt auch eine Magieanzeige. Jener Mann, der außerhalb der Stadt in seinem Observatorium die Lichter des Himmels erforscht, weiß mehr über den Verbleib des Horrorkid. Unterschätze niemals seine Kräfte, junger Freund. Wenn du einst wieder deine ursprüngliche Form erlangt hast, besuche mich nochmal. Ich werde dir dann wieder zur Seite stehen. Oh Mann. Okay, ja, ich weiß wo lang, glaube ich. Okay. Jetzt müssen wir mit den Kids da reden, gell? Genau, und, richtig. Jetzt genau. Erstmal den Ballon kaputt machen. Wir liegen gut in der Zeit, oder? Einigermaßen. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Wir werden das so machen, dass wir jetzt am Stück aufnehmen und später cutten. Ah, nicht Tingle. Nee, nee. Den haben wir schon. Ups. Zerplatzt irgendwann. Ja. What the fuck? Willst du den entsprechenden Kleinen? Ja, jetzt müssen wir, weil dann holt er seine ganzen Leute. Hast du gerade den Ballon abgeschossen? Nicht übel für einen Deko-Kerl. Wir Bomber haben ein Versteck, von dem aus man ins Observatorium gelangt. Du brauchst einen Code, um reinzukommen. Vielleicht verrate ich ihn dir. Aber glaube ja nicht, dass das so einfach ist. Zuerst musst du einen Test bestehen. Bist du bereit? Ja. Na gut, Aufstellung, Jungs! Wenn du bis morgen früh alle 5 von uns findest, verrate ich dir den Code. Kann's losgehen? So, das Interessante ist, ich glaube, ich hätte den Code noch im Kopf, aber wir suchen die trotzdem. Ist der Code nicht immer anders? Nee, nee, der ist immer gleich. Also am ersten Tag, ja, Tagesform abhängig. Ah!
Ach so, falsche Richtung. Du kannst ruhig reden. Rechts. Sascha macht mir hier die ganze Zeit so Handzeichen. Da ist einer, stimmt. Genau. So. Den kleinen kriegen wir doch, oder? Ja, der kann da nicht runterspringen. Ja. Oh, du hast mich gefangen. Jetzt sind nur noch vier übrig. Den kann ich da lassen, oder? Ja, ja. Oder gib dem mir eine Zahl? Nee. Einfach geradeaus, gell? Links? Mhm. Da? Okay. Nee. Hä? Da kannst du noch nicht. Ach, durch. Da ist noch einer. Stimmt, genau. Ich erinnere mich. Hinter dem Ding? Da. Komm her. Ah, das ist der Boss. Der bist du. Oh, du hast mich gefangen. Jetzt sind nur noch drei übrig. Taya kann uns mal in Ruhe lassen jetzt. Ja, ja, das bringt nichts. Sie würde nur sagen, oh Gott, wir haben nur noch Blabber und so viele Stunden. Kikriki. Hier war noch einer, gell? Mhm, da oben. Du musst nur schneller sein, weil der springt da jetzt runter. Ach, da ist er. Genau, du kannst ihn direkt abfangen normalerweise, wenn du schnell genug bist. Oh, erstmal das Huhn zerbrezelt gerade. Oh, Glück gehabt. Du hast mich gefangen, noch zwei übrig. Gut, Links? Da? Nein. Oh, da in die Blume rein, am besten da oben. Siehst du? Ach, da oben, ich sehe. Hab ihn schon gesehen. Ja, wir sind echt flott drauf, ne, Leute? Ja. Muss bei so einem. Ich weiß noch, beim ersten Mal, wo ich das gespielt habe, ich habe mehrere Versuche gebraucht, die zu finden da. So. Einen noch? Du hast mich gefangen. Gefangen. So. Genau. Jetzt kannst du da rein. Das ist auch ein Fleck, wo wir noch nicht waren. Oh doch, Entschuldigung, nochmal zurück. Das war nicht richtig. Eins weiter dann. Ja, ja, nächste Tür. Genau. Nächstes Tor oder nächster Durchgang. Je nachdem, wie man es sehen will. So. Genau, hier lang. Genau. Da müsste nochmal hier so ein. Diese Kamera. Ah, ja, ja, das ah, ja, das, das, diese Straße, an die erinnere ich mich auch noch genau, ganz. Genau, da läuft der Kleine. Die war echt schön, auch da so shoppen zu gehen und so. Ist alles eigentlich recht klein, aber ich weiß nicht. Hat so einen schönen Charme einfach das Spiel. Ja, das stimmt. In die Ecke? Einfach laufen, der reagiert eh. Sehr gut. Oh nein, erwischt! Du bist ziemlich gut drauf für einen Deko-Kerl. Wärst du nur ein Mensch? Dann könnte ich dir ein Notizbuch geben und dich zu einem vollwertigen Mitglied machen. Was denkt ihr, Leute? Auf keinen Fall! Keine Dekus! Tja, wir haben einmal ein nichtmenschliches Kind aufgenommen und Junge, Junge, haben wir das bereut. Tut mir leid. Bestimmt so ein Goron oder ja. So. Alle blatt gemacht hat. Aber wie versprochen, verrate ich dir den Code. Ich werde ihn aber nur einmal sagen. Also, pass gut auf. Bist du bereit? Oh. Ach, Striche. Oh. Was? Japanisch. Ah. Oh Gott. Wir waren gerade schon geschockt. Also, jetzt weiß ich, dass Japanisch ein Strich ist. Auch nicht schlecht. Gott. Also, 25431. 25431. Oh Gott, ey. Oh Mann, ich war gerade schon geschockt. Du hast die Zahl noch im Kopf. 25431, ja. 25431. Genau. Oh Gott, Leute, ey. Ah, und da wären wir ja schon direkt. Mhm. 25431. Wenn du hier vorbei willst, musst du mir den Code sagen. Also wie? 2, 5, 4, 3. An 1. Oh, das stimmt. Du kennst den Code. Das heißt, du bist ein Mitglied. Okay, du darfst passieren. Voll der arme Knie. Aber gechillter Türsteher. Ja, ne? Aha. 3 Meter groß. Du kommst wieder rein.